Die Vorbereitungen für die Ausstellungen haben vor 2,5 Jahren begonnen mit einem ersten Besuch hier im Museum. Und wir sind völlig unbefangen und offen auf eine Spurensuche gegangen. Wir wollten den Ort erkunden und die Sammlung erkunden und haben uns gesagt, wir lassen uns mal überraschen und ein auf dieses neue Museum, in dem wir eine Ausstellung planen. Wir waren am Anfang total fasziniert von den unterschiedlichsten Räumen und Atmosphären, die das Museum uns gezeigt hat. Da war die Eingangshalle völlig offen und groß mit einem wirklich herrschaftlichen Eindruck. Und dann kam die Idee, dass wir wirklich diesen Raum von Wänden befreien. Und ja, so groß wie möglich wirken lassen und trotzdem schon ein Zeichen setzen und Schossis Kunst hier einziehen lassen, die in den Dialog tritt mit dem Raum hier.